Von wegen gefallen, Junge. Man kann auf den Arsch fallen, sonst nichts. Ach, hi. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zu diesem Gewinn. Versteht ihr? Ja, heute ist ein wunderbar sonniger Tag. Mal wieder bei uns sind momentan ganz viele sonnige, wunderbare Tage. Und ich dachte, weil die Sonne, die gelbe Sonne, die eigentlich gar nicht gelb ist, weil die gelbe Sonne so schön scheint, passe ich mich mal teamtechnisch an und ziehe ein gelbes T-Shirt an, einen gelben Hintergrund und wenn ich Bock hätte, würde ich sogar diese gelben Schuhe tragen. Tue ich aber nicht. Oh, war gerade voll das Product Placement. Kriege ich jetzt 1 Million Euro für? Shit, ich bin heute schon wieder so aufgedreht, das ist ungesund. Aber worum geht es heute, meine Freunde? Es geht heute mal wieder um Schule. Ich weiß, Schule ist ein ganz schreckliches Szenario, da will niemand hingehen, alle haben Schule. Aber trotzdem muss man drüber reden und gerade wenn man drüber redet, dann befreit es einen doch sehr. Es geht heute um Missverständnisse. Ne? Hier, mache ich ganz klar deutlich, Missverständnisse. Denn es gibt manchmal Situationen, in denen ich glaube, dass Lehrer was anderes denken, als Schüler letztendlich eigentlich tun. Und das glaube ich nicht nur, da bin ich mir ziemlich sicher, denn ich als Schüler habe da schon so einiges erlebt. Und deswegen gibt es jetzt ein paar Situationen, die euch als Lehrer, nein, als Schüler, boah, ich bin so durcheinander, die euch als Schüler bestimmt schon bekannt vorkommen, entweder weil ihr gerade noch zur Schule geht oder zur Schule gegangen seid. Vielleicht gibt es auch 5-Jährige dabei, die noch zur Schule gehen werden. Auf jeden Fall werden euch diese Situationen jetzt bestimmt bekannt vorkommen, an Dingen, die Lehrer denken, aber Schüler eigentlich tun. Deswegen viel Spaß mit diesem Video und Lehrer, seid bitte nicht zu schockiert. Los geht es. Die erste Situation, das ist die Gruppenarbeit. Lehrer denken sich bei Gruppenarbeit immer so, ja, es entsteht so schöner Klassenzusammenhalt. Die Schüler können zusammen arbeiten, die genießen das. Es gibt eine schöne Arbeitsatmosphäre. Es herrscht ein reger Austausch zwischen den Schülern und die Schwächen einzelner Schüler werden durch die Stärken anderer Schüler kompensiert. Und am Ende gibt es auch noch ein schönes Ergebnis, das im Teamwork erzeugt wurde. Gruppenarbeit ist das Schönste der Welt, so denken Lehrer. Schüler dagegen kennen die Wahrheit von Gruppenarbeit. Denn klar, ich meine, auch Schüler finden Gruppenarbeit ziemlich geil, aber aus ganz anderen Gründen. Erstmal kann man, wenn man Gruppenarbeit hat, mega krass über alles quatscht, natürlich nur nicht über das, über das man eigentlich quatschen soll. Und das Allercoolste ist, man muss nicht mal richtig arbeiten. Denn das macht einfach der Klassenstreber, dem man dann einfach die komplette Arbeit übergibt. Das war ungünstigerweise sehr oft ich. Ist mir so aufgefallen. Aber wisst ihr, das ist einfach so ein mega Missverständnis, ja? Als wenn man in Gruppenarbeit arbeiten würde, Lehrer, ich bitte euch. Wir kommen zum nächsten Thema. Das sind Vokabeltests. Lehrer denken sich dann immer so, oh ja, Vokabeltests sind wunderbar. Da lernen die Schüler schön Vokabeln und können die am Ende auch schön einsetzen. Und wenn sie gut gelernt haben, dann werden sie mit einer guten Note belohnt. Da freut sich jeder Schüler. Außerdem gibt es bei den Vokabeltests immer so eine tolle Stimmung. Die Schüler sind konzentriert und das gefällt den Schülern ganz sicher. Von wegen gefallen, Junge, man kann auf den Arsch fallen, sonst nichts. Erstmal bedeutet Vokabeltest nichts anderes als eine stressige Nacht, in der man eventuell die Vokabel lernt oder auch einfach nicht und man deswegen viel weniger Schlaf abbekommt. Ein Riesendrama als Schüler, weil man sowieso schon so wenig Zeit hat. Und dann das Allerschlimmste, jeder kennt das, oder jeder kennt es. Am Ende ist genau der Typ neben einem krank, bei dem man eigentlich abschreiben wollte. So eine Scheiße. Das ist nix gefallen hier. Lehrer, hört auf, Lehrer. Vokabeltests sind... Wir kommen zur nächsten Situation. Und ihr seht schon, ich bin eigentlich ein ganz neutraler Betrachter hier. Ich bin so, ich stehe genau zwischen Lehrer und Schüler. Alles klar. Die nächste Sache ist die Situation, wenn Lehrer rausgehen. Keine Ahnung, zur Notenbesprechung, wenn sie mal ins Klassenzimmer gehen und ein bisschen Kaffee trinken wollen, ja, whatever. Oder die heiße Kollegin flachlegen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall eben die Situation, wenn Lehrer rausgehen. Die Lehrer denken sich dann immer so, ja, die werden bestimmt in Stillarbeit jetzt in Klassenarbeit arbeiten. Denn die Schüler, das sind ja ganz fleißige Schüler, ganz engagierte Schüler, ja, ganz wissensbegierende Schüler. Die wollen lernen, ja, die wollen lernen. Die werden ganz sicher die Aufgaben machen, die ich ihnen an die Tafel geschrieben habe, ja? Das sind meine Schüler. Sorry, Mr. Lehrer, so ist es leider dann doch nicht. Ganz ehrlich, wenn der Lehrer aus dem Klassenraum raus ist, das ist immer die Mega-Eskalation des Jahres. Es werden Papierflieger gebaut, es werden Leuten mit Afros Papierflieger in die Haare geworfen, was übrigens sehr lustig ist. Es werden Handys rausgeholt, es werden irgendwelche Minigames gezockt, es wird gechattet, es wird alles gemacht. Es werden sogar Stecknadeln auf die Lehrerpulte gelegt, sodass sich der Lehrer schon den Arsch piekst. Es wird auf jeden Fall alles gemacht, nur nicht das, was man eigentlich machen soll, und zwar die Aufgaben. Das heißt, auch hier denken Schüler und Lehrer wohl ein bisschen aneinander vorbei. Keine Ahnung. Das nächste, was man sicher auch kennt, das ist, wenn Lehrer krank sind. Lehrer denken sich dann immer so folgendes. Och nee, meine armen Schüler, die verpassen jetzt Integralrechnungen. Dabei wollte ich ihnen das doch so gerne selbst beibringen. Das ist ja ein spannendes Thema. Da werde ich dann auf jeden Fall mal eine schöne Aufgabe im Buch raussuchen. Das ist eine schöne Aufgabe im Sachzusammenhang. Macht denen bestimmt Spaß. Ach... Spaß, ja, vielleicht Spaß, nee. Das ist nämlich von wegen arme Schüler. Die sind nicht arm, die machen Party des Jahres. Wenn der Lehrer nicht da ist, bedeutet das nämlich eigentlich fast immer frei. Und frei sein heißt frei. Das ist Wahnsinn. Es gibt den bekannten Spruch, den ich mir gerade vor 2 Minuten beim Aufschreiben dieses kleinen Skriptes hier ausgedacht habe. Es gibt den bekannten Spruch, der besagt, ist der Lehrer krank, zeigt der Schüler Dankbarkeit. Aber auch hier gilt natürlich, dass der Schüler sicher alles tut, nur nicht die Aufgaben. Und wir kommen zum letzten Punkt, das ist Klassenarbeiten vorbereiten. Die Lehrer denken sich dann immer so, ja, also meine Schüler, die sind immer sehr fleißig. Die werden bestimmt schon 3 Wochen vorher anfangen, für die Klassenarbeit zu lernen. Nee, fünf Wochen werden die anfangen und die werden sich einen Wochenplan erstellen. Jeden Tag 3 Stunden, verschiedene Themenbereiche, ja. Erstmal Algebra, dann Geometrie und dann noch Stochastik. Die Schüler wissen da Bescheid, ja, die haben aufgepasst im Unterricht. Und die werden sich treffen, ja, um sich gegenseitig abzufragen, ja, um so Wissenslücken festzustellen, damit man dort intensiver nacharbeiten kann, meine Freunde. Ich
ich bin da kein Experte oder so, ja? Aber ich glaube, als Schüler läuft es dann noch mal ein bisschen anders ab. So gegenseitig abfragen oder so ist dann, das steht dann doch eher im Hintergrund. Nein, ich sag euch was, am letzten Abend, da fängt man an zu lernen. Ich meine, ist die beste Zeit dafür, warum denn auch früher anfangen? Ich meine, ich bitte euch. Und ich meine, dann am letzten Abend, dann muss man ja auch nicht groß arbeiten. Was soll man denn bitte arbeiten groß? Man liest sich das Ganze einfach nochmal durch, dann hat man es im Kopf. So funktioniert das nämlich. Und dann schreibt man eine schöne, eine 4-. Ja, läuft bei euch. Das soweit zu den Schülern. Ja, und das sind eben so ein paar Dinge gewesen, würde ich sagen, dass da Schüler und Lehrer so ein bisschen aneinander vorbei abdriften. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und genau das war nämlich auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch Sachen bekannt vorkamen oder irgendwas in die Richtung, schreibt natürlich erstmal fetten Kommentar, was ihr so darüber denkt, was ihr meint. Und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat oder wenigstens unterhalten hat. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich habe mir heute Mühe gegeben. Würde mich also freuen, wenn sich das rächen würde. Vielen Dank also dafür und bis ein anderes Mal. Euch jetzt einen wunderbaren Tag noch und bis dann. Ciao, Leute. Jetzt muss ich eigentlich die Hand drauflegen, das werde ich jetzt auch tun.